Viele Häuser aus der Nachkriegszeit sind inzwischen sanierungsbedürftig. Die Witterung hat Dach, Schornstein und Hausfassade stark zugesetzt. Wer jetzt renoviert, hat eine sehr gute Möglichkeit, sein Haus kostengünstig mit einer Außenwanddämmung zu versehen. Denn das Gerüst und alles, was sonst noch für die Renovierungsarbeiten benötigt wird, ist ja bereits vorhanden. Wer einmal in Energiesparmaßnahmen investiert, kann jahrzehntelang davon profitieren. Die Heizkosten werden in den nächsten Jahren ständig steigen. Meine spätere Rente mit großer Wahrscheinlichkeit nicht, denkt sich Herr Kolb. Seine nächste Heizkostenrechnung gibt ihm recht. Wird wie hier eine Fassade instand gesetzt, dann ist das der richtige Zeitpunkt für eine Verbesserung des Wärmeschutzes. Diese Familie hat sich für 15 cm Polystyrolplatten in einem verputzten Wärmedämmverbundsystem entschieden. Das ist die richtige Entscheidung, denn dadurch wird es im Sommer in den Räumen kühler, im Winter steigt die Behaglichkeit im Haus, die Heizkosten sinken um 20-25% und wer bis dahin mit Schimmel zu kämpfen gehabt hat, ist den Schimmel für alle Zeiten los. Bei der Auswahl von Dämmstoffen für die Außenwanddämmung sind sie weitgehend frei, denn es gibt sie in großer Zahl. Polystyrolplatten, Mineralfaserdämmplatten, Korkplatten oder Zelluloseplatten und vieles mehr. Entscheidend ist, dass sie bauaufsichtlich zugelassen und für ihren Geldbeutel finanzierbar sind. Wichtig! Die Fensterbretter müssen verbreitert werden. Wo es möglich ist, sollten Rollladenkästen außen angebracht werden. So verhindert man Wärmebrücken. Auf die Dämmstoffoberflächen können normaler Putz, aber auch andere Beschichtungen aufgebracht werden. Durch das eingearbeitete Glasseitengewebe wird Rissbildung vorgebeugt. Der Putz ist stabil. Fahrräder, Leitern und sonstige Gegenstände können ohne Schäden zu verursachen angelehnt werden. Die Kosten für die Wanddämmung sind nach 10 bis 14 Jahren durch die geringeren Heizkosten wieder verdient. Das Dämmsystem hält noch weitaus länger, 30 bis 40 Jahre. Für Energiesparmaßnahmen gibt es in Hessen über 800 Fördermöglichkeiten. Sie können zinsgünstige Darlehen erhalten und ihr Erspartes auf der Bank liegen lassen. Die Energieeinsparung zahlt zum größten Teil ihren gesamten Modernisierungskredit zurück. Ein blitzblankes, schönes Haus, das alleine durch die Außenwanddämmung bis zu 25% Heizenergie spart. Verheizen Sie kein Geld mehr. Wir helfen Ihnen dabei. Ihre hessische Energiesparaktion.